weil es jetzt schnell gehen muss. Ich habe Pilze geschnitten. Ich mache Bio-Veggie-geschnetzeltes Spätzle. Sieht gut aus, passt. Wenn ich Hunger habe, kann ich einfach nicht mehr klar denken. Ohne Palmöl. Das war's, denke ich. Guten Appetit! Ich habe heute früh von Knusperkabinett einen Blogpost gelesen und das klang so lecker. Ein armenisches Fladenbrot, vegan, mit einer grünen Füllung. Ich habe immer schon alles vorbereitet. Den lassen wir jetzt eine Stunde ruhen. Ihr wisst gar nicht, wie lecker das duftet. Jetzt mache ich noch ein bisschen Grünkohl. Zwiebeln und Knoblauch kann man einfach nicht genug haben. So, zu den leckeren Fladenbroten soll es ein Kosensalzer geben. Das wird. Ich habe hier übrigens Ingwer, Chili, Lorbeer, getrockneten Chili, Salz, Kokos, Blütenzucker und grüne Gewürze. So, ich habe den Teig jetzt eine Stunde ruhen lassen. Also schon lecker. Hallo, meine Lieben. Ich bin gerade von der Arbeit zurück nach Hause gekommen und natürlich habe ich Hunger. Am Montag hatten wir ja noch ein bisschen von unserem Grünkohl übrig. Der muss weg. Köstliche Zwiebel, da hatten wir auch noch eine davon. Und ich werde einfach dazu ein paar Kartoffelcubes machen. Und dann gucken wir mal weiter. Es ist wieder alles vegetarisch. Ich habe mir schon einen Gewürzteller vorbereitet. Die Pfanne ist viel zu klein dafür, also habe ich beschlossen, einfach alles jetzt mal in den Ofen zu machen. Den Grünkohl mache ich in einem Topf. Schmeckt nach nichts. Ich habe keine Ahnung, wie man Geschmack in Grünkohl bekommt. Vielleicht ein bisschen Gemüsebrühe. Chili. Dazu gibt es dann ein bisschen von dem Grünkohl und kann man essen, würde ich sagen. Ich mache heute ein ganz schnelles Gericht und ich werde auch wieder Reste verwerten. Und zwar heute Quinoa. Ein Quinoa-Kichererbsen-Curry mache ich, denke ich. Das geht schnell, ist gesund. Dann fangen wir mal an. Das ist ein super leichtes Rezept. Und Waschen ist wichtig, sonst schmeckt es. Kann es echt bitter schmecken. Dann warte ich kurz, bis sich das Quinoa gesetzt hat. Davon kann man nie zu wenig haben. Ich habe den Koriander einfach grob klein geschnitten. Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer. Ingwer darf in keinem Essen fehlen. Ich mache wie immer meinen kleinen Gewürzteller. Das kennt ihr ja schon. Doesn't that look beautiful? Chilischote. Man kann Kichererbsen nicht genug würzen. Ich werde allerdings die Kerne rausnehmen, weil das wird mir doch sonst ein bisschen zu scharf. Hab sie jetzt aber geschnitten. Mal schauen, ob ich sie hier so reinbekomme. So kann sich hoffentlich der Geschmack ein bisschen entfalten. Tomatensauce rein. Kokosmilch rein. Einfach die Kichererbsen rein, würde ich sagen. Koriander rein. Sieht das schön aus. Untermischen. Also ich habe gerade schon ein bisschen geschnubbelt und ich kann euch sagen, das ist echt lecker. Vegan, vegetarisch und lecker. Wir trinken jetzt noch einen kleinen Absacker in unserem Lieblings-Tapas-Bar. Oh Gott, sind die Vögel da oben schön. Ah, die kann ich jetzt gerade nicht zeigen. Natürlich in Moabit.
auf Sugar Baby. Also man kann absolut immer was Kleines hier essen, so zum Abschnubbeln quasi. Auch wenn es jetzt schon fast 11 Uhr ist, bereite ich für morgen nach der Arbeit noch Folgendes vor. Eine vegane türkische Pizza, die habe ich schon mal gemacht. Das verlinke ich dann euch oben rechts. Ich habe schon mal alles vorbereitet. Knoblauch, Petersilie, frische Tomate, meinen Gewürzteller und meine 7 Reiswaffeln. Das lasse ich dann über Nacht einweichen. Ich glaube, den Teig setze ich auch schon an. Hört ihr das Knistern? So, den Teig habe ich jetzt vorbereitet. Und gute Nacht. Wie man sehen kann, haben wir schon ordentlich zugeschlagen. Das ist der Rest.